So Leute, willkommen zurück zu Let's Play FIFA 20. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Und ich beginne heute mit dem nächsten Part von FIFA 20. Ich weiß, ich hänge ein bisschen hinterher, aber ich habe einfach zu viel zu tun im Moment. Auf jeden Fall hatten wir im letzten Part das Spiel gegen Holstein Kiel und da ist es in der letzten Sekunde noch zum Ausgleich gekommen. Deswegen endete das Spiel mit einem Unentschieden. Gucken wir mal, wie heute das Heimspiel gegen Nürnberg wird. Und ich habe mal aus unserer Jugendakademie einen neuen Spieler geholt, und zwar Jens Winter, der sich heute in der zweiten Halbzeit mal präsentieren darf. Mal gucken. Ja, mal gucken, wie gut er ist. Da bin ich schon richtig gespannt drauf. Aber wie immer geht es erst los mit der Aufstellung und der Hymne. Und wir sehen uns in 3,5 Minuten wieder im Stadion. Bis gleich. Immer
Es ist die Top-Partie am heutigen Tage in diesem Wettbewerb. Es ist das Spiel, das sich kein Fußballfan entgehen lassen darf. Schön am Abend. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Spiel, liebe Fußballfans. Willkommen hier in der HDI Arena. Ich bin Wolf Fuß, zusammen mit Frank Buschmann darf ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Und bei uns geht es am heutigen Tage um ein Spiel in der zweiten Bundesliga. Hannover 96 gegen 1. FC Nürnberg. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Ja. Vor allem könnte Nürnberg heute an uns vorbeiziehen. Wenn sie gewinnen. Sind sie die Mannschaft mit den meisten Toren ligaweit? Na, aber gegen diesen Gegner heute wird es besonders schwer, glaube ich. Die haben ja nicht umsonst die beste Defensive. Na gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Auf geht's. Das dürfte heute eine gute Partie werden, Wolf. Topspiel, 1 gegen 3. Und da geht es vor allem für Letztere darum, den Abstand nicht zu groß werden zu lassen. Da ist der Ball weg. Da kommt der Pass. Ja, könnte was werden. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Jetzt ist gefährlich. Was macht er raus? Ja, energischer Vorstoß. Da kommt die Flanke. Schade, da war sicher mehr drin. Das ist die Aufstellung, mit der Hannover in dieses Spiel geht. Für sie geht es heute in der 4-3-3-Formation in dieses Spiel. Und in der Mitte der Stürmer ist wohl, wir kennen das, ein Stück zurückgezogen. Das ist diese falsche 9. Jetzt der Ballverlust. Das ist die Aufstellung des 1. FC Nürnberg. Schauen wir uns mal ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf einzubringen. Jetzt können sie vielleicht kontern. Super Pass! Gefährlich! Da kommt die Hereingabe. Oh, schade. Aber dann dieser Abschluss. Ja, und das wissen Sie natürlich auch. Sowas darfst du nicht liegen lassen, da musst du abgezockter sein. Geht da voll in diesen Zweikampf. Pass kommt. Und das 1-0. Und das Spiel geht richtig gut los. Das verspricht eine sehr interessante Partie. Den Ball hat er noch zu hören gehabt. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingeschlagen. Danke an die natürlich richtig gut aus für seine Mannschaft. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Klasse Seitenwechsel, schöne Aktion. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Sauber vom Ball getrennt hier. Klasse Pass! Schöner Steilpass. Sieht gefährlich aus. Gute Aktion. Und der Ausgleich. Gerade erst geht sie in Führung und dann das. Die Truppe hat einen Anker. Wir schlagen direkt zurück. Okay, diese Ball gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Na, Schwede, was wird jetzt? Und da
Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Was macht er draus? Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Der Freistoß, klare Sache. Da können Sie erstmal klären. Behrens. Ja, könnte was werden. Kann er was draus machen. Da ist die Chance für die Flanke. Den Ball hat er gut geklärt. Fängt diesen Ball ab. Behrens. Guter Einsatz. Ball ist im Aus, es gibt Einwurf. Sorg. Macht er gut. Ja, jetzt müssen Sie aufpassen. Jetzt ist Platz für den Konter. Vielleicht die Führung jetzt. Der Ball ist noch heiß. Gefährlich. Er ist da und kann den Ball hier klären. Robin Hack. Behrens. Michael Ischak. Virgil Misijan. Johannes Geis. Ich finde es irgendwie erstaunlich, Buschi. Wir haben schon so viele Spiele gesehen, aber trotzdem ist man immer noch begeistert, wenn man in so eine stimmungsvolle Arena kommt. Die Chance! Und das 2-1. Wir durch Hernandez. Das gibt erstmal Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen. So, jetzt muss ich mir gleich das Gegentor kassieren. 2-1, hier ist noch alles drin. Das könnte was werden. Jetzt könnte die Flanke reinschlagen. Gut aufgepasst und gut verteidigt. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht ins Stocken. Da ging er unfair rein und deshalb Freistoß. Klasse Pass. Sebastian Jung. Klasse Vorstoß, da muss er aufpassen. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Gute Aktion. Und jetzt die Chance. Keine Gefahr hier. Da hat er den Ball nicht richtig getroffen. Er spielt den Pass zurück. Jetzt ist es gefährlich. Virgil Misijan. Petzak. Geis. Georg Markreiter. Sieht vielversprechend aus. Da verlieren sie den Ball. Sie verlieren den Ball. Sieht gefährlich aus. Da ist die Hereingabe. Fällt das Tor doch noch?
da muss er sich gar nicht groß anstrengen. Aber vorher natürlich Riesenparade. Die würde ich mir gerne nochmal anschauen. Die war unfassbar. Da war die Führung in Gefahr und die Fans merken, jetzt braucht das Team unsere Unterstützung. Oh, das könnte was werden. Jetzt schießt er. Und das 3-1. Diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. 3-1 heißt es also jetzt. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Johannes Geis ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Robin Hack. Geis. Michael Ischak. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Starker Einsatz. Da hat er sich zurückgekämpft und holt den Ball wieder. Petrak. Robin Hack. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Virgil Misijan. Gutes Tackling. Fair gemacht und er hat den Ball. Guter Pass. Der spielt er gut. Die Chance. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Sah durchaus nicht ungefährlich aus. Gut geklärt. Dass sie hier so deutlich vorne liegen, das hat natürlich eine ganze Menge mit der sensationellen Chancenverwertung zu tun. Das ist herausragend. Robin Hack. Geis. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Mit viel Auge holt sich da den Ball. Klasse. Gefährlich. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Weg ist der Ball. Die müssen aufpassen. Das könnte die Chance werden. Und die Balleroberung. Wichtig. Ja, Halbzeit. Treffer nach 45 Minuten, da können wir uns nicht beschweren. Pausenstand 3-1. Wir sehen es hier, der macht eine richtig gute Partie. Ihm gelingt heute fast alles, ist quasi nicht zu verteidigen. Ja, er stand halt einfach bloß richtig. Gut, dann machen wir mal weiter. Erstmal noch ohne Auswechslung. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Da ist die Flanke. Und die Flanke hat er. Jetzt ist Platz für den Konter. Hernandez. Da steht die Abwehr sicher. Behrens. Virgil Misijan. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch.
erobert er den Ball. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Und jetzt die Chance. Oh, fast sein drittes Tor. Hier gewechselt, die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Das ist jetzt eine Chance. Er geht aufs Tor zu. Wie macht er? Und das 4:1. Keine Chance für den Torhüter, der Ball hier platziert ist. Ganz stark gemacht von ihm. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Ja, könnte was werden. Jetzt der Vorstoß. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Und da ist der Ball erstmal wieder weg. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Klasse Pass! Petzak. Und das ist der Ballverlust. Sieht gefährlich aus. Jetzt vielleicht. Da ist der Ball im Netz. Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Eine perfekte Hereingabe von der Rechtsseite. Hier nochmal schön zu sehen. Und da dürfen Sie den vorne weiter zu Ende feiern. Das sah sehr einschön hier auf Uschi. Sieht so aus. Und hier kommt der Ball mit dem Kreis. Jetzt können wir gespannt sein, dass wir das passieren. Aktuell aber erstmal gibt es eine Auswechslung. Sie liegen hier schon vorne, aber wechseln trotzdem nochmal offensiv. Ja, ich glaube, Wolf, der soll die Bälle vorne festmachen. Es geht auch darum, Zeit von der Uhr zu nehmen. Ecke kommt rein. Gefährlich. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Was macht er raus? Und jetzt die Chance. Klasse dazwischen gegangen. Geis. Behrens. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da ist die Flanke ins Zentrum. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Da ist Platz auf dem Flügel. Und das 5:1. 5:2. Aus der Distanz war es leicht für diese Kurze. Über weite Strecken war das bessere Team. Und jetzt spiegelt sich das auch im Ergebnis hier. Ja, das Tor ist absolut verdient. Sie haben das Spiel hier wirklich gewonnen. Zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, das müsste es doch eigentlich jetzt sein.
So, und jetzt kommt unser Neuzugang aus der Jugendmannschaft. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Petzak. Geis. Robin Hack. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Michael Ischak. Den Ball kann er abfangen. Macht er gut. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt vielleicht. Fällt das Tor doch noch. Super dazwischen gegangen. Also die Szene eben unfassbar, dass er den nicht macht. Das muss doch ein Tor sein. Da setzt er nicht gut durch. Und jetzt die Chance. Und den Ball hat er. Oh, schießen kann er wohl ganz gut. Tun, denn die Leistung bisher war nicht wirklich gut. Jetzt kommt die Ecke. Und da ist die Szene auch schon wieder zu Ende. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Gute Aktion. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Da verlieren sie den Ball. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. Sie holen sich den Ball. Der Ballverlust. Schöne Aktion. Jetzt wird's gefährlich. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Da kommt der Schuss. Oh. Der Torwart macht da sein erstes Tor. Zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend. Das zeichnet ein klasse Keeper aus. Ein echter Rücker. Und jetzt Doppelwechsel. Wieder. Schöner Pass. Was macht er draus? Ballverlust. Geis. Petzak. Behrens. Kerk. Weg ist der Ball. Das könnte die Chance werden. Sieht gefährlich aus. Klasse Pass. Den spielt er gut. Die Gefahr scheint erstmal bereinigt. Das war ein hervorragender Zweikampf. Geis. Kerk. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Und jetzt läuft die Uhr natürlich für sie. Sie waren gut im Spiel, führen sicher und werden das Ding hier nach Hause schaukeln. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Madeiros. Michael Ischak. Ah, oh, da wird jetzt Platz. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Drei Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Wird's jetzt gefährlich? Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden.
Da macht sich ein neuer Mann bereit, der wechselt jetzt also bei den Nürnbergern. Genau, neue Impulse sollen jetzt her von der Bank. José Vélez. Sie verlieren den Ball. Behrens. Unaufhaltsam. Vorteil und Möglichkeit zur Flanke. Abgepfiffen, es gibt den Freistoß. Und das könnte so etwas wie die letzte Warnung gewesen sein, Busching. Sehe ich ganz genauso, Wolf. Beim nächsten Foul ist die Karte fällig. Heute ist da kein Problem bei diesem Freistoß. Das sollte es sauer gewesen sein. Ja, das war's. So, das ist der Schluss. Sieg gegen Nürnberg. Tabellenführung weiter ausgebaut. Einseitiges Match. Klarer Sieger, sind wir uns einig? Ja, sehe ich ganz genauso. Sie haben das Spiel eindeutig beherrscht und damit verdient geworden. Auch bei diesem Heimsieg haben sie offensiv wieder überragend agiert. Da kann selbst die beste Defensive nicht mithalten. Sie haben offensiv heute absolut überzeugt, waren extrem effektiv, damit ein mehr als verdienter Heimsieg. Gut, dann sehen wir uns die Tore nochmal an, ne? Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ah, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel, das gibt erstmal Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen. Oh, das wird was werden. Jetzt schießt er. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Das ist jetzt eine Chance. Er geht aufs Tor zu. Wie macht er den denn rein? Keine Chance für den Torhüter. Der Ball geht platziert ins untere Eck. Ganz stark gemacht von ihm. Der Ball in meinen Augen zu diesem Fall. Sieht gefährlich aus. Jetzt vielleicht. Da ist der Ball im Netz. Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Eine perfekte Hereingabe von der rechten Bank. Jetzt der Schuss! Und da ist das Tor! Aus der Distanz war es leicht für ihn. Ja. Und nur noch das Interview. Ich finde, das ist ganz gut verlaufen. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Ja, genau das, was ich gerade gesagt habe. Insgesamt eine tolle Leistung, aber es war auch ein grandioser Auftritt von Ihnen. Die Frage kommt im Moment noch immer wieder, bis wir das erste Mal verloren haben. Auf sowas darf man sich, wie gesagt, nicht konzentrieren. Ja, ansonsten
ich habe auch gedacht, das Spiel wird enger. Das war es auch zu Anfang, aber dann, ja, dann waren wir letzten Endes die bessere Mannschaft. Na, da haben wir schon den nächsten. Die letzten Minuten noch einmal der HSV mit Malavicia und Fatafa. Sadogo, der war eingewechselt gegen Enke. Malavicia gegen Enke. Knochowski gegen Enke. Fantastisch die Leistung der Sektoren. Gut, als nächstes. Ja. Die Frist für die Benennung des Nationalkaders. Ich werde das Nationalkader erstmal noch so lassen, weil nach Dynamo Dresden ist nämlich das nächste Länderspiel. Wenn ich mich nicht irre. Wir können ja mal eben schnell in den Kalender gucken. Ja, danach geht's im Testspiel gegen Belgien und gegen Russland. Und dann geht es weiter mit VfL Osnabrück, Karlsruhe. Und dann geht es DFB-Pokal gegen Bremen. Okay, Leute, das soll es aber erstmal wieder gewesen sein mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal, nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder zu Let's Play FIFA 20 mit dem Spiel gegen Dynamo Dresden. Darauf freue ich mich schon. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.